Kapitel 15. Wieder ein Team. Die beiden legendären Äonen-Pokémon griffen uns an. Sie waren vom selben roten Schleim bedeckt wie zuvor Hydropi. Ich wollte mich schon beinahe in den Kampf stürzen, als mir wieder einfiel, wie Günther es geplant hatte. Ich durfte den anderen nur zugucken, wie sie kämpften. Ich spürte dabei einen Drang in mir, einen Drang, der mir sagte, ich solle mich ebenfalls in die Schlacht stürzen. Doch ich wollte Günther nicht widersprechen, zumal ich sah, dass er recht gehabt hatte. Beide Drachen nutzten beinahe nur ihre Psycho-Attacken, was es Eevee sehr einfach machte, mir jedoch große Probleme bereiten würde. Wenn ich in diesen Kampf hineingeraten würde, hätte ich keine hohen Überlebenschancen. Günther selber tat dasselbe, was mich schon beim ersten Kampf sehr geärgert hatte. Er stand am Rand und beobachtete das Geschehen. Obwohl er selber vermutlich mit Abstand der stärkste von uns allen wäre, hielt er es nicht für nötig, selber aktiv zu werden. Aufgrund der Anweisung, die er meinen Freunden zurief, wusste ich jedoch zumindest, dass er überhaupt auf den Kampf achtete. Die Schlacht wirkte alleine vom Zugucken her um Welten schwieriger als die gegen Hydropi. Alle, die irgendwie am Kampf beteiligt waren, egal ob aktiv oder passiv, wurden von den beiden Geschwistern mit Attacken bedrängt. Eevee und Seemops gaben in der Offensive ihr Bestes. Seemops war offensichtlich in jeder Form motiviert, alles für diese Schlacht zu geben. Vermutlich mit dem im Hinterkopf, was Günther ihm vor dem Kampf gesagt hatte. Jedoch verlief der Kampf offensichtlich nicht komplett nach Plan. Als Shinnok schließlich verwundet wurde, entschied Günther sich für einen taktischen Wechsel. Shinnok, zieh dich zurück, ich übernehme. Ich sah Günther fragend an und er schien sofort zu wissen, was ich sagen wollte. Du wirst nicht kämpfen, wenn es sich irgendwie verhindern lässt, Bulbi. Vergiss es. Etwas enttäuscht sah ich zu, wie er auf das Kampffeld stürmte, während Shinnok sich unbemerkt zurückzog. Er gesellte sich zu mir in sicheren Abstand zum Kampf, der vor uns stattfand. Alles okay bei dir? Ja, alles super. Ich hätte noch ewig weitermachen können. Ich weiß nicht mehr genau, weshalb Günther mich zurückgerufen hat. Naja, mir soll's recht sein. Er sagt kurz wieder zu unseren Freunden. Ist nicht langweilig, wenn du nur daneben stehen kannst? Ich meine, du hättest bestimmt noch etwas Training nutzen können. Ich dachte einmal kurz über unser Abenteuer nach. Mir fiel selber auf, er hatte recht. Ich hatte all die Zeit keinen wirklichen Kampf gehabt. Nur gegen Hydropi durfte ich im Hintergrund agieren. Aber mir war es ehrlich gesagt so lieber, wenn ich daran zurückdenke, wie viele Schlachten alleine in Floinks Abenteuer geschlagen wurden. Gerade als ich diesen Gedanken beendet hatte, achtete ich wieder etwas auf das Geschehen. In diesem Moment schlugen Eevee und Seemops beide zu. Sie konnten den letzten nötigen Schlag landen, um diesen Kampf für uns zu entscheiden. Auch die beiden Äonengeschwister gingen zu Boden und der rote Schlamm versickerte dort. Ich und Shinnok gingen zu unseren Freunden. Seemops wirkte aufgeregt und Adrenalin geladen. Das war klasse! Den haben wir es total gezeigt! Auch Eevee wirkte sehr glücklich. Günthers Fokus lag eher auf den beiden Drachen neben uns, die langsam wieder zu Bewusstsein kamen. Was zur Hölle ist passiert? Latios wirkte sehr verwirrt. Von Latias kann ich es nicht genau sagen. Sie sah sich sofort in unserem ungewöhnlichen Team um. Ihr Blick blieb, wie bei Hydropi auch, an Günther hängen. Halluziniere ich? Bist du das, Günther? Er erklärte den beiden, was er auch schon Hydropi erzählt hatte. Dieses Mal hielt er sich kürzer und übersprang unfreundlicherweise einige wichtige Sachen, was uns betraf. Über sich selber erzählte er alles haargenau, außer der Sache, wie er überhaupt hier sein kann. Nach seiner Erzählung schweifte Latias Blick wieder über unser Team, dieses Mal jedoch achtete sie wirklich auf uns. Dann denke ich, gehe ich recht in der Annahme, dass ihr diejenigen seid, denen wir es zu verdanken haben, dass wir wieder bei Bewusstsein sind? Danke, ich bin übrigens Latias, falls Günther euch das nicht schon erzählt hat. Und ich bin Latios, freut mich auch, aber
Wer genau seid ihr? Günther, war das, was euch angeht, ja relativ ungenau. Ich bin nun mal bei den wichtigen Punkten geblieben. Ich finde eigentlich, es wäre wichtiger gewesen, uns etwas über diese Kinder zu erzählen, als stundenlang über deine Planerei. Naja, das ist auch nicht so wichtig. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Günther, der immer noch etwas eingeschnappt von Latias letzter Aussage war, schlug etwas anderes vor. Können wir damit vielleicht warten, bis wir alle da sind? Sonst müssen wir das Ganze nur nochmal machen. Wir müssen zuerst Lorecke finden. Wir können ihn auch wieder auf unsere Seite ziehen. Das ist klasse, aber wie genau habt ihr das bei uns geschafft? Viel mitbekommen habe ich ja nicht. Günther lachte mal wieder seltsam, wie auch zuvor hin und wieder. Mit meiner Lieblingsmethode. Ein paar Respektschellen helfen jedem wieder auf die Sprünge. Unsere beiden neuen Mitstreiter sahen ihn etwas verwirrt an. Naja, wenn es funktioniert, also müssen wir Lorecke bekämpfen. Und dann retten wir die Welt. Wir alle waren nicht zum ersten Mal überrascht von Ivys Enthusiasmus, aber stimmten trotzdem alle zu. Somit machten wir uns auf den Weg, weiter geradeaus und somit vermutlich in Richtung Lorecke. Doch bevor wir losgingen, machte Günther uns noch einmal seinen Plan für den nächsten Kampf klar. Jetzt nochmal für alle, wenn wir Lorecke begegnen, das ist mein Kampf. Ihr mischt euch nicht ein. Und so schritten wir erneut weiter. Diesmal nicht nur mit einem, sondern mit zwei neuen Freunden. Die weitere Reise verlief ruhiger als zuvor. Es gab keine Zwischenfälle. Weder Hydropi noch einer der beiden Geschwister sahen erneut Bilder vor sich oder andere derartige Dinge. Zudem sprach keiner ein Wort. Allerdings fragte ich mich selber weshalb, doch mit jedem Schritt, den wir weiter traten, spürte ich mehr und mehr dasselbe, was wohl auch die anderen spürten. Die Landschaft wurde finsterer. Weniger Überreste von Materie befanden sich auf unserer Route. Die Atmosphäre hatte etwas Gewaltiges. Man konnte die Macht beinahe spüren. Ich wusste spätestens, als Günther mit sich selbst sprach, wieso all dies geschah. Wir sind also wirklich auf dem richtigen Weg. Ich spüre sie. Die Determination. Wir kamen ihr nahe. Und erneut wurde mir bewusst, unsere Reise. Sie standen kurz vor ihrem Ende. Nach einer Weile weiteren Marsches hielt Günther auf einmal an. Mit einer Handbewegung signalisierte er uns zurückzubleiben. Ich lief immer noch sehr weit hinten in unserer Gruppe, somit sah ich kaum, was weiter vorne vor sich ging. Als ich jedoch eine schemenhafte Gestalt in einer riesigen Flamme stehen sah, wusste ich, was los war. Und bevor das Pokémon uns überhaupt bemerkte, landete Günther auch schon den ersten Angriff auf seinen besten Freund. Wir alle hielten uns zurück, während Günther sich mit seinem Kampf beschäftigte. Keiner wollte sich ihm widersetzen. Ich wollte versuchen, mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Da fiel mir etwas auf. Obwohl ich versuchte, mit den anderen zu reden, es kam einfach kein Ton heraus. Die Aura, die uns umgab, schüchterte meine Freunde nicht nur so sehr ein, dass sie nicht reden wollten. Wir konnten es nicht einmal. Also war es wohl das Einzige, was wir tun konnten, Günther zu beobachten. Spannend war es jedoch nicht, ihm zuzusehen. Mir war durchaus bewusst, dass Günther und Lorecke beide starke Pokémon waren. Doch dieser Kampf machte einen anderen Eindruck. Anfangs dachte ich, es läge nur am Typenvorteil. Jedoch stellte sich sofort heraus, dass Günther in diesem Kampf absolut dominant war. Er schien sich sogar einen Spaß aus seiner Sache zu machen. Sein Gegenüber gab alles, um etwas zu bewirken. Jedoch schienen Angriffe von seiner Lorecke wirkungslos. Egal wie sehr er versuchte, Günther entging jedem seiner Versuche mit einer unfassbaren Agilität. Seine Wasserattacken nutzte Günther den ganzen Kampf über dabei nicht einmal, vermutlich weil er sich dachte, dass es zu langweilig wäre. Stattdessen griff er rein physisch an, die meiste Zeit mit seinen Krallen. Der Kampf ging ein paar Minuten weiter, bis auf einmal die Flamme erlosch, die gesamte Zeit gebrannt hatte. Zusammen mit ihr ging auch der Schleim. Für mich fühlte es sich ebenfalls befreiend an. Es war, als könnte ich endlich wieder atmen, als hätte irgendetwas mir die Luft geraubt. Das nächste, was geschah, war, dass ich Günther reden hörte. Das war ja langweilig. Naja, ihr könnt jetzt übrigens wieder reden. Die Flamme hat viel Sauerstoff zum Brennen gebraucht, deswegen war es hier schwer zu atmen und auch damit zu sprechen. Jetzt müsst's alle wieder gehen.
Wenn ihr nicht zu sprachlos von meiner Performance seid, natürlich. Lord Ecke kam in diesem Moment wieder zur Besinnung. Aua, mein Kopf, was? Er sah sofort zu Günther, der vor ihm stand. Günther? Wieso bist du hier? Ich dachte, die Determination. Und ihr auch? Latias, Hydropi. Wie könnt ihr alle hier sein? Er sah zu uns. Und wer seid ihr? Sein Blick war nun wieder zu Günther gerichtet. Ihr müsst mir das alles mal erklären. Kurz gesagt, Günther erzählte erneut dasselbe. Okay, danke, dann... Er richtete seinen Blick wieder zu mir und meinen Freunden. Seid ihr wohl die fünf, die Günther sich auserwählt hat? Wer genau seid ihr denn? Günther erkannte, dass nun die Zeit endlich gekommen war. Na gut, es wird Zeit für eine Vorstellungsrunde. Alle schön gesittet nacheinander. Jeder, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Seemops begann die Runde. Ich bin Seemops, ich komme aus Arktika und ich bin hier, weil... Er schien über seine Aussage nachdenken zu müssen. Naja, eigentlich weil Günther niemand Besseren gefunden hat. Aber auch wenn ich die letzte Wahl war, bin ich immer noch hier und ich bin glücklich drüber. Ich bin Chillast, ursprünglich aus Schmuckstadt. Das ist das, was für euch Schatzstadt ist. Und ich bin hier, weil ich mal die Zerstörung der Zeit verhindert habe. Eigentlich genauso wie ihr, Lodecke. Ich bin Ivy, eigentlich komme ich aus dem Wald, aber war die meiste Zeit eigentlich alleine und auf einer einsamen Insel. Ich bin hier wegen meinem Problem. Ich kann mich immer hin und zurück entwickeln in jeglicher Form. Nur kann ich mich nicht immer ganz kontrollieren. Bevor unsere neuen Bekannten an der Reihe waren, entschieden ich und Shinux uns vorzustellen. Ich bin Shinux, auch aus Schmuckstadt. Und ich bin hier wegen meiner Vergangenheit. Ich war bereits im Voraus gespannt gewesen, wie er mit dieser Situation umgehen würde. Zwar fing er sich ein paar neugierige Blicke ein, aber er kam mit dieser Aussage erst einmal davon. Und ich bin Bulbi, auch aus Schmuckstadt. Ich bin hier, weil ich anscheinend eine besondere Aura habe oder sowas. Ich habe unsere Gruppe hier zusammen mit Shinux zusammengebastelt. Außerdem hatte Günther mich aus irgendeinem Grund als Leitfigur geplant. Fragt mich ja nicht warum. Nun stellten sich auch unsere neuen Mitstreiter vor. Und wir klärten noch einige Fragen. Wie ich bereits erwartet hatte, musste sich vor allem Ivy solchen stellen. Jedoch kam sie offensichtlich relativ gut damit klar. Sie zeigte den anderen, wie ihre Fähigkeit funktionierte und erklärte die Probleme, die sie in der Vergangenheit damit hatte. Als endlich alles geklärt war, riss Günther, der sich aus unserer Vorstellung rausgehalten hatte, das Wort wieder an sich. Gut, jetzt kennt ihr euch alle ein wenig. Ich will mit euch den Schlachtplan besprechen. Für unsere letzte Schlacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also, womit fangen wir an? Ivy, du wirst nicht kämpfen. Sie wirkte sehr wütend. Was? Wie? Ich werde nicht... Entspann dich und lass mich ausreden. Du wirst uns unterstützen. Du nutzt deine Vorteile als Felinara. Du wirst rein defensiv agieren. Mit Mondschein, rechte Hand und Lichtschild kannst du uns gut helfen. Shinux und Bulbi, ich war nicht sonderlich gespannt. Mir war schon lange klar, dass er uns beide in die zweite Front hinter sich selber und Lord Ecke stellen würde, damit wir sie offensiv unterstützen konnten, während die beiden den riskantesten Teil übernahmen. Ihr beide steht mit mir an der vordersten Front. Ihr seid unsere wichtigsten Kämpfer in dieser Schlacht. Er konnte nicht weiterreden. Er wurde von beinahe allen empört unterbrochen. Seine Freunde waren alle sauer, da er uns Kinder an die Front stellte und sie als erfahrene Kämpfer im Hintergrund blieben. Ich war geschockt von dem Gedanken. Shinux schien jedoch gut damit auszukommen. Vermutlich dachte er erneut an seine Vergangenheit und daran, dass er es wieder gut machen wollte. Günther hörte jedoch auf keinen. Die beiden sind unsere wichtigsten Kämpfer. Punkt. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. Ihr werdet es verstehen.